Hallo und geht's nicht zurück zu Tropico 4. So, und zwar in unserer Umweltschutzkampagne, so wo wir stehen geblieben, haben wir eine kurze Pause gemacht. Ah ja, Militärausbildung war gefragt. Stellen wir das gleich um. So. Und ja, wir haben ja keine Industriebetriebe mehr. Jetzt mache ich mir ein bisschen Sorgen, dass man kein Geld mehr verdient. Komme ich da irgendwie durch? Knapp, aber doch. Sehr gut. Schauen wir, dass wir da vielleicht auch noch irgendwie hinkommen, wenn wir schon dabei sind. Dann tun sich meine lieben Mitarbeiter da einfacher, das Zeug abzuholen. Halt auch durch vielleicht. Ah, schaut euch das an. Super. Schön ist was anderes, aber tja. So schnell geht's. So, dann bauen wir noch eine Biofarm, wenn wir schon dabei sind. Lage ist auf der Seite, probiere ich das mal zu berücksichtigen. Ertragspflanzen, warum nicht? So, dann ist das erledigt. Wie geht es dann weiter? Ja, wir werden sehen. Putztravlinja, Ihre Gesellschaft ist jetzt so dumm, dass eine Gedankenkontrolle nicht mehr funktioniert. Das ist allerdings nicht alles. Ich denke, die verbliebenen Umweltschützer werden eine brutale Antwort geben. Wie gut ist Ihre Armee? Unglaublich, dass ein Leben ohne Vorstellungskraft so einfach ist. Aber die Erdenkrieger werden Ihnen nicht vergeben, Präsidente. Und auch Mr. Pünch nicht. Ja, so, bereiten Sie sich besser vor. Wir brauchen 30 Soldaten, Generäle und SWAT-Mitglieder. Ja, ich rate mal, dass wir für Soldaten sowieso zu wenig Generäle haben. Das heißt, da werden wir mal entsprechend nachlegen, uns mal eine Militärbasis leisten. So, Geld hätten wir ja im Moment genug, falls uns das nicht ausgeht. Ich hoffe mal, dass wir hier mit den Bauten entsprechend entgegensteuern. Wenn wir die mal schnell auf hohe Priorität setzen, dass das fertig wird. Da sind überall so hohe Stapel, sollen wir uns eventuell noch ein Fuhrparkbüro leisten? Vorsichtshalber, ja. So, da ist mittlerweile auch besetzt, da ist auch besetzt. Exporte fördern, das passt eigentlich. Mit der Eröffnung einer Oberschule in Tropico möchte ich alle Studenten an den Strafenkatalog erinnern. Versuchter Mord an Klassenkameraden? Schläge. Erfolgreicher Mord an Kameraden? Schläge. Rebell werden und die Schule in die Luft sprengen. Vorladung für die Schulleitung. Tötung des Präsidenten? 100-mal schreiben, ich werde nie wieder den Präsidenten töten. Sehr effektiv. So, das ist im Bau. Dann, wenn wir die Militärbasis haben, beziehungsweise SWAT-Headquarter, können wir, sobald wir den Minister da haben, auch eins bauen. Ja, bin ich gespannt, ob es dann schon fertig ist, die Mission. Religionsqualität und Arbeitsbedingungen. Also mit den Arbeitsbedingungen lässt mich ein bisschen rätseln. Ehrlich gesagt, da dürft ihr gerne kommentieren und mir helfen bei der Frage, warum sind die so niedrig? Was mache ich da? Was vergesse ich hier bei 56? Irgendwas übersehe ich, dass mir das offensichtlich runterdrückt. Oder ist das nicht eins? Achso, Moment. Ah, ich glaube, ich weiß. Das sind ja Prozent an Zufriedenheit. Und das hier sind ja nicht die Prozent, sondern einfach irgendeine Zahl. Das heißt, die ist nicht 1:1 vergleichbar, schätze ich mal. Ja, dann ist die Frage, wie weit muss man da raufdrehen, dass man hier 100% zusammenbringen würde? Ich glaube, eine ganze Menge. So. Da brauchen wir auch noch Leute, aber die werden gerade ausgebildet. Okay, so, jetzt war inzwischen das Schiff da. Nein, kommt in... Ah, da nähert sich dem Hafen, sehr gut. Was haben wir da? 30.000? Ja, okay. Gar nicht so wenig. So, jetzt haben wir unseren Innenminister, dann SWAT Headquarter. Wie viele sind denn da? 6, dann werden wir gleich noch eins bauen, würde ich sagen. Da brauchen wir dann Generäle. Die sollten eh ausgebildet werden, hoffentlich. Sonst kaufen wir uns einfach welche. So, was haben wir da?
Mittlerer Osten will Geld. Ja, komm, könnt's haben. Bin ich gerade in guter Laune. Presidente, Presidente, ich brauche Ihre Unterschrift. Irgendein Gefühl sagt, wir werden finanziell das doch halbwegs überleben. Ich hoffe es zumindest. Ja, die Arbeitsbedingungen sind eh super überall, meiner Meinung nach. Also bei den Schulen, da ja, brauchen wir definitiv bei Weitem nicht so viele Leute wieder gerade unterrichten. Verursacht eigentlich nur unnötige Kosten. So, da sind schon drei, sehr gut. Da haben wir noch niemanden. Sind aber die Arbeitsbedingungen auch zu schlecht. So, für alle festlegen. Legt ja immer das unterste fest. So, da arbeiten Oberschüler. Okay. Das passt. Ja, mal vorsichtig den Kontostand beobachten, aber solange der über 100.000 bleibt, braucht man sich, glaube ich, keine Sorgen machen. Jetzt können wir immer noch eine Bio-Range dazu bauen oder noch weitere Fischfarmen. So, sollen wir uns die kaufen? Oder sollen wir warten? Na, warten wir noch ein bisschen. So, da hätten wir dann 6, 12, 16, 19, oder? Fehlen noch 11. Wie viel sind hier in einem Wachposten? Ich weiß es nicht. Bunker müssen wir ja leider verzichten. Ist ja DLC. Habe ich mir vorgenommen, kein DLC. Ja, das nehme ich natürlich an, weil Wachposten will ich ja bauen. Keine DLC-Gebäude verwenden, ist der Plan. Ich habe schon lange nicht mehr geschaut, wie es eigentlich steht um unsere Arbeitslosen. 3 Obdachlose ist eigentlich auch nicht so schlecht. Nichtsdestotrotz bauen wir ihnen noch ein Haus. Ist gerade eh keiner beschäftigt vom Baubüro. Trifft sich das gut? Ja, das passt noch. Also wir sind mal nicht in extremer Gefahr, pleite zu gehen. Nur stört mich, dass wir hier niemanden dazu bekommen. Ihr wisst ja was, hier kaufe ich jetzt, dass wir einfach was weiterbekommen. Ah, 40.000. Gut, gut. Die sind alle schon in Betrieb. Präsidente, die Geheimoperation des Verteidigungsministers war erfolgreich. Okay. Leider wurde Mist ja danach. Ja, der nächste geplante Rebellenangriff wird nicht stattfinden. Freut mich natürlich zu hören. So, da arbeitet. Da wohnt niemand noch. Ah, jetzt ziehen die Leute langsam ein. 50.000. Ja, okay. Das schaut gut aus mit unserem Geld, wenn wir nicht allzu viel ausgeben. Sollte das eigentlich problemlos genügen. So, dann bauen wir Wachposten. Kommt ja traditionellerweise immer einer an den Hafen runter. Dann einer hier mitten ins, wie nennen wir es, Farmengebiet. Und dürfen wir es noch einleisten. Da die Solaranlage beschützen. So, da arbeiten überall 3, heißt... Das geht sich noch nicht ganz aus. Was leisten wir uns noch? Geht noch ein Wachposten? Nein. Dann müssen wir entweder noch eine Militärbasis oder noch ein SWAT-Headquarter bauen. Ja, Menge SWAT-Headquarters. Aber gut, wenn es verlangt wird. Okay, dann wäre das mal in Arbeit. Ja, seien wir fair, geben wir China auch Geld. Palast renovieren. Präsidente, das kann ich so auch machen. So, Finanzlage noch immer stabil. Wobei wir vielleicht ein bisschen sicher noch nachlegen sollten, wenn wir Gewinn machen wollen und nicht nur unsere Kosten decken.
bietet sich da unten an. Ja, eigentlich nicht ganz so richtig, aber ist egal. Mach mal Ertragspflanzen. So, stehen die ganzen Wachposten schon? Schaut gut aus. Ah, der noch nicht. Der am Hafen steht und ist auch voll besetzt. Okay. Der kommt dann als nächstes dran. Beziehungsweise ist die Frage, brauchst du denn eh noch mit dem SWAT Headquarter? Mit dem geht sich dann eh noch nicht ganz aus, oder? Ja, so oder so, mit beiden zusammen geht es auf jeden Fall aus. Werden wir die entsprechenden Leute haben? Das ist die nächste Frage. Sind wir ein paar in Ausbildung? Okay. Gut, gut. Freiheit mangelt es ein bisschen, okay. Sollen wir ihnen eine Zeitung spendieren, wenn wir schon dabei sind, nett zu sein zu den Leuten, dann... Naja, schaut sich das an, super wenig Freiheit. Haben wir eine Zeitung mitten rein. So, dann geht sich das hoffentlich aus. Mit ein bisschen zusätzlicher Wartezeit. So, wieder 50.000 explodiert, ja. Geldmäßig sollte das hinhauen. Eigentlich ein bisschen schockierend fast, dass hier zwei Fischfarmen, ja, sechs Biofarmen, zwei Ranches und ein paar Gebäude, die halt ein bisschen Geld bringen, genügen, beziehungsweise massig Geld kosten sogar. Hier, wie die Himmelsnadel, ist ja super Minusgeschäft, dass das genügt, so viel Geld noch zu verdienen, um eine 250 Einwohnerinsel zu finanzieren. Fast ein bisschen erschreckend. Einwanderungsbehörde. Habe ich ganz ausgelassen diesmal, kann das sein? Ich glaube. So, kommt einer noch? Der wird sich doch noch einfinden. Oder besser jetzt wieder zwei. Wer auch immer da gekündigt hat. Gute Frage. So, ich werde den Vorgang jetzt ein bisschen beschleunigen. Und Geld ausgeben. Falls es bis zum Schiff, ja, sich nicht eh selber erledigt, was es hat. So, jetzt bin ich gespannt, was als nächstes passiert. Kampf mit den Umweltschützern oder wie? Aufstand der Rebellen, ja. Die Anzahl der Rebellen auf Tropico steigt ständig. Das nehme ich an, sind es die Umweltschützer. Maßnahmen ergreifen. 20 Erdkrieger sind eingetroffen. Jetzt ist die Frage, hat man da eine Chance? Würde mich interessieren, mit Amnestie da ein paar zu bekehren. Probieren wir es mal. Kein einziger Rebell. Okay, also in dem Fall nein. Dann müssen wir uns auf unsere Armee verlassen. Bin gespannt, wann und wo sie angreifen. Oder greifen die schon an und ich krieg's noch nicht mit? Keine Ahnung. Explodiert aber auch nicht schlecht. So, 30.000 aus dem Mittleren Osten bekommen wir. Dankeschön. Ja, Geld haben wir im Moment genug. So, dann bekommen die auch natürlich Geld. Jetzt werden wir allen schon was geben, dann der UdSSR sicher auch, um fair zu bleiben. So, wo sind jetzt die Erdkrieger? Greift mich an. Wo seid ihr? Bin hoffentlich vorbereitet. Ah, wir könnten noch ein bisschen nachlegen. Fällt mir ein, und das Militär modernisieren. Noch irgendwas, was Sinn macht. Wenn wir schon so viele Soldaten haben, Wehrpflicht, naja, warum nicht. Die Frage, ob Rebellen ausradieren da funktionieren würde, war vermutlich auch nicht. Schätz mal, so intelligent ist die Mission. Aber wo sind jetzt die...
Ja, 20 Rebellen, ja, das sind die Erdkrieger. Wir haben 34 Soldaten. Und uns selbst natürlich auch nicht zu vergessen. So ein paar Verbrecher haben wir auch. Da könnte man aus reinem Zeitvertreib mal auch eine Polizei und ein Gefängnis bauen. Ah, jetzt greifen die sie Rebellen an, okay. Die starten einen Angriff. Zu den Waffen. Zu den Waffen. Da bei der Kathedrale wird gekämpft. Oh, da kommen sie. Ganzer Stoßtrupp. Ah, wir haben sie schon halbiert. Ja gut, da ist mal keine Gefahr. Das war's eh schon. Ein großer Sieg für unsere tapferen Soldaten, Kommandante. Und anzunehmen, dass wir die Mission geschafft haben, oder? Noch nicht. Einige Umweltschützer sind zu Erdkrieger geworden. Ah, okay. Heißt, die haben jetzt wieder nachgelegt. Mein lieber Präsidente, der Tag der Wahl rückt näher. Das heißt, das wird sich noch ein bisschen ziehen. Jetzt haben wir 36 Rebellen. Das ist viel. Das ist viel. Das ist beunruhigend viel. Bin ich eh so nett gewesen zu den ganzen Umweltschützern. Und dann gehen sie mir so auf den Sender. Naja, wie ja eigentlich schon angekündigt. Ganz am Anfang. Beim Missionsintro. So, ich weiß, es ist nicht unbedingt nötig, da jetzt alle nachzukaufen, aber Vorsichtsmaßnahme. Es ist хорошо, dass Sie den letzten Angriff der Erdenkrieger überlebt haben, Präsidente. Aber was ist mit dem nächsten? Sie müssen den Erdkriegern ihre stärkste Waffe nehmen, die übersinnlichen Dukane. Ein paar Professoren könnten ihnen sehr helfen. Verfügen Sie über 10 Professoren. 7 haben wir schon. Dann bauen wir uns noch eine Hochschule in diesem Fall. Bin echt erstaunt, dass wir immer noch überleben, ohne hier groß Industrie zu exportieren. Industriewaren. Und ohne Tourismus wäre natürlich auch eine Idee. Dies ist ein besonderer Tag für die tropikanische Demokratie. Die Stimmen sind ausgezählt und es gibt eine überwältigende Mehrheit für El Presidente. Wie es aussieht, ist die Geheimpolizei in einigen Jahren arbeitslos. So, schon lange kein Killer mehr gehabt, der auf uns angesetzt wurde. Ich mache es wie üblich. Ich gebe eine öffentliche Ankündigung und beruhigt die Menschen. So, was haben wir da? Der Mittlere Osten will wieder Geld. Ja, komm, kriegt's hier. Brauch eh nix. Hoffentlich. Warum eigentlich nicht Nationalbank? Eine Börse oder ein Geschäft? Ich glaube, jetzt mache ich ein Geschäftstrend um. Hab noch nie eins gebaut. Ohne, dass es in der Mission erforderlich war. Parkers überlastet. Das hier. Okay. Bauen wir in der Nähe ein zweites. Warum nicht? Beziehungsweise hier hätte ich gern eins gebaut. Super, geht sich aus. So, Hochschule steht. Da wo hoffentlich auch bald Professoren arbeiten gehen. Ich weiß eigentlich, wie die Gehältern aus, bin ich dann auch überall so hoch, wie ich sein möchte. Ich gehe mal stark davon aus. Ja, schaut mir ganz gut aus. Gut gemacht, Tavarisch. Wir haben Mr. Punch fast besiegt. Allerdings ist er nur ein Agent unseres wahren Feindes. Denken Sie nach. Wer hat Sie in der Vergangenheit geärgert? Wer hat Technologie zur Gedankenkontrolle? Wer hat die Weltmeinung manipuliert? Das Konklave. Natürlich. Die Dauerbösen. Ja, was heißt das jetzt für mich? Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung. Polizei ist gebaut, oder? Er wird noch ein Gefängnis haben. Ein paar Leute einsperren. Schaut's aus mit Freiheit. Oh, da schaut es gut aus. Eigentlich nur die Religionsqualität noch ein bisschen mäßig. Präsidente, einer der Professoren hat soeben einen Plan entwickelt, wie sich die Regierung alle paranormalen Tukane dienlich machen kann.
Sie nisten an dem höchstmöglichen Ort auf der Insel. Wenn wir einen Babelturm bauen, werden sie dort nisten. Wenn wir sie richtig füttern, wird ihr Loyalistensinn reaktiviert und sie stellen ihr subversives Verhalten ein. Ich bereite für all die Vögel Pässe vor. Bauen sie einen Babelturm. Und dann haben wir die Mission gewonnen. Jetzt ist nur noch die Frage, wo ist das Ding? Ewige Flamme, Erlöser. Nein. Da hoffentlich nicht dabei. Da auch nicht. Babelturm, da ist er. 120.000, 50 Megawatt. Wow. Okay, das ist eine große Hütte. Kostet auch eine Menge. 50 Arbeiter. Okay, das Teil ist heftig. Das Teil ist wow. Okay. Was haben diese Bestien hier verloren? Unglaublich. Diese zappernden, widerlichen Unholde. Eines hat mich auf dem Weg hierher gebissen. Sie meinen diese süßen, knuffigen Kamele? Ein ausländischer Gesandter hat sie als Zeichen unserer guten Beziehungen übergeben. Das ist ein Riesending. Das habe ich ja noch gar nie gesehen. Ist noch nicht vorgekommen in den Missionen. Nicht schlecht. Ja gut, dass wir ein bisschen Geld gespart haben. Das Ding ist wirklich teuer. Die 50 Megawatt haben wir noch. Super. Da steht unser Geschäftszentrum. Was können wir da noch machen? Die Arbeitsqualität erhöhen, das machen wir. Ja, wenn das Teil steht, haben wir gewonnen. Sehe ich das richtig? Das wäre super, weil dann gehen sich genau 3 Folgen aus. Perfekt. So. Bauen, bauen, bauen. Wo seid ihr denn alle? Jetzt haben wir da wieder China-Exporte. Ja, das ist eigentlich alles schon egal. Da müssen wir uns jetzt nicht mehr anstrengen. Das will irgendwie gerade niemand bauen. Gefängnis wird hier noch gebaut, okay. So, jetzt geht's los. Sehr gut. Oh, Exporte sind auch wieder gestiegen. Ja, gut. Geld wirklich kein Problem. Die Rebellen starten einen Angriff. Ungünstig. Zu den Waffen! Zu den Waffen! Wir haben mehr Rebellen, die uns hier angreifen, als wie unsere Armee groß ist. Aber ich verlasse mich drauf, dass wir doch nicht gestürzt werden. Schauen wir mal, wie es ausgeht. Ah. Knapp. Aber wir sind ein bisschen besser. Okay. Ja, gut, doch nicht so knapp. Wir sind zwar verwundet worden, aber okay. Rebellen haben wir abgewehrt. Babelturm ist im Bau. Das ist ein riesen Teil. Unglaublich. Braucht auch entsprechend lang zum Bauen. Jetzt ist natürlich die Frage, können wir jetzt vielleicht probieren, nur für den Fall, dass das zu lange dauert. Ne, geht nicht. Sind wieder alle Rebellen weg, oder wie? Ja gut, wir haben ja alle eliminiert, aber sind wieder ein paar dazugekommen, schätze ich. 17. Aber ist unsere Armee jetzt größer. Gibt es keine Gefahr. Was würden hier der Schnellbau kosten? Interessiert mich jetzt mal. Ja, 120.000. Hätten wir sogar das Geld. Aber das warten wir noch ab. Ja, dann noch Mission 10, 11, 12. Ja, dann haben wir es mit dem Add-on. Also bis jetzt hat es mir echt sehr gut gefallen. Ich meine, schwierig, okay, ist es nicht. Aber das ist auch Tropico 4, das Grundspiel, schon nicht gewesen. Also hätte ich mir jetzt auch nicht erwartet, dass das Add-on speziell knackig wird. Aber es ist echt nett. Super nette Missionen. Hat mir echt gut gefallen bis jetzt. Religionsqualität. Naja, gut, über das sehen wir mal hinweg, dass die nicht im grünen Bereich ist. So, die haben keine Lust an dem Ding zu bauen. Gehen lieber sonst welchen Beschäftigungen nach. Die haben vermutlich nicht mitgekriegt, dass die 25 Minuten quasi schon voll wären. Die Seismologen vom Wetterdienst sagen ein starkes Erdbeben für die kommenden Monate voraus.
Sollen wir das machen? Das geht meistens nach hinten los. Mach ich das mal nicht. Ich hoffe, dass uns nicht irgendwas zusammenhaut, was wichtig ist, wie zum Beispiel ein Babelturm. Das wäre ein bisschen ärgerlich. Präsident, ein Erdbeben. Supermarkt und Biofarm. Okay. Nicht schlimm. Müssen wir eh nicht neu bauen. Aber der Form halber. Ja, vermutlich hat einfach keiner Lust, so hoch oben zu arbeiten. Darum geht da nichts weiter. Jetzt eigentlich die Frage, was haben wir sonst noch für Gebäude nicht gesehen? Ich glaube, jetzt haben wir so ziemlich alles durch von den neuen Sachen. Kann das sein? Ich meine fast. Außer hier die Hoteldinger. Da war noch keine passende Mission. Und teilweise auch die Fabrik noch nicht. Das haben wir natürlich auch noch nie gebaut. Naja, ich verlasse mich mal drauf, dass das noch kommt in den nächsten 3 Missionen. So, kommt's, macht's fertig. Ich warte nur mehr auf das. Mir fällt nämlich nichts mehr ein, was ich sagen könnte. Sie machen's sehr spannend. So, bisschen noch. Super, geschafft. Früher oder später wird das Konklave dich schnappen. Wenn sie einen nicht kaufen oder einschüchtern können, werden sie dein Hirn frittieren und dich zu ihrer Schachfigur machen. Das ist mit Donald Pinch geschehen. Er war nur das jüngste Opfer im Spiel des Konklaves um die Weltherrschaft. Aber sie können den Präsidenten nicht einschüchtern oder eine Gehirnwäsche unterziehen. Wieder und wieder durchkreuze ich ihre Pläne und komme dem Ziel näher. Dem ultimativen Untergang des Konklaves. Ja, mal schauen, bis wann wir das schaffen. Ich schätze mal bis zur Mission 12. Und bevor man da der Penultimo reinredet, mach es kurz, sag alles Liebe, alles Gute. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, ciao, vielen Dank und baba.